Immobilien im Steuerrecht. Wie du deine Immobilien optimal versteuerst, schauen wir uns mal heute in diesem Video an. Und zwar unterscheiden wir zwischen Betriebsvermögen und Privatvermögen. Und da unterscheiden wir nochmal zwischen Personengesellschaft und GmbH im Betriebsvermögen oder im Privatvermögen zwischen der natürlichen Person und der Familienstiftung. Mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Körber Steuerberatung und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Insbesondere haben wir uns auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und Familienstiftungen spezialisiert und heute befassen wir uns mal mit dem Thema Immobilien im Steuerrecht. Und da sprechen wir natürlich auch über die Kapitalgesellschaften und über die Familienstiftung. Aber wir unterscheiden die verschiedenen Erscheinungsformen einer Immobilie im Steuerrecht und zwar im Privatvermögen auf der einen Seite und zwar, wenn ich die Immobilie als natürliche Person halte oder über eine Familienstiftung, wie da die Besteuerungslage ist. Oder im Betriebsvermögen, wenn ich die Immobilie in einer Personengesellschaft oder einer GmbH halte, wie da die Besteuerungssituation ist. Und da unterscheiden wir zwischen drei verschiedenen Arten, und zwar einmal den laufenden Erträgen, also den Mieterträgen, wie ist da die Steuerbelastung in den verschiedenen Formen. Und wir schauen uns die Veräußerung an, also wie ist die Besteuerung, wenn ich dann die Einnahmequelle veräußere, die Immobilie in dem Fall, und die sonstigen Besonderheiten, die ich jeweils beachten muss. Schauen wir uns als erstes jetzt mal die Immobilie im Privatvermögen an, also wenn ich die Immobilie im Privatvermögen halte als natürliche Person, wie ist da die Besteuerung bei den laufenden Erträgen, also den Mieteinnahmen, bei der Veräußerung und welche Besonderheiten sollte ich da beachten? Und da erstmal als natürliche Person und danach schauen wir uns die Familienstiftung an, denn die Familienstiftung, die kann auch Privatvermögen haben. Schauen wir uns jetzt zunächst mal die Immobilie im Privatvermögen an, also wenn ich sie als natürliche Person halte. Da unterscheide ich ja erstmal zwischen den laufenden Mieterträgen. Die muss ich mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Also 0 bis 45%. Das heißt, wenn ich hohe Mieteinnahmen habe und vielleicht noch andere Einkünfte, wie gewerbliche oder Arbeitseinkünfte, dann bin ich da schnell bei sehr hohen Steuersätzen. Das heißt, mein Vermögen kann gar nicht so schnell wachsen. Das heißt, ich kann hier auch nicht viele Immobilien kaufen durch die Mieteinnahmen, die ich generiere, weil ich relativ viel Steuern zahlen muss, wenn ich hohe Einkünfte habe, weil ich da bis zu 45% Einkommensteuer zahle. Wenn ich Verluste habe aus dieser Mieteinnahme, das ist dann im Privatvermögen auch günstig, denn diese Verluste aus der Vermietung, die kann ich mit allen anderen Einkünften verrechnen. Das heißt, es kann auch mal Sinn machen, eine Immobilie erstmal privat zu kaufen, weil die Verluste generiert, zum Beispiel eine denkmalgeschützte Immobilie oder weil sie eine hohe Abschreibung hat oder hohe Renovierungsarbeiten zu tätigen sind, weil den Verlust aus diesen Mieteinnahmen, den kann ich dann mit meinen anderen Einkünften verrechnen, zum Beispiel mit meinen Arbeitseinkünften oder den gewerblichen Einkünften. Wie ist es bei der Veräußerung der Immobilie? Da ist es so, wenn ich die Immobilie vermietet habe und die innerhalb von 10 Jahren verkaufe, auch volle Einkommensteuer, also 0 bis 45%. Wenn ich die Immobilie aber länger als 10 Jahre halte, dann ist der Verkauf steuerfrei. Der Verkauf ist auch steuerfrei, wenn ich die Immobilie nicht vermiete, sondern zu eigenen Wohnzwecken nutze, und zwar ausschließlich, dann kann ich die Immobilie ohne eine Haltefrist steuerfrei verkaufen, wenn ich vom Kauf bis zum Verkauf sie ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. Wenn ich sie nicht ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe, das heißt, ich habe sie teilweise vermietet, dann bin ich wieder selber eingezogen, dann kann ich sie auch vor 10 Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich die Immobilie im Jahr des Verkaufs und in den 2 vorangegangenen Wirtschaftsjahren oder Veranlagungszeiträumen zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. Das nennt man auch die sogenannte Zwei-Silvester-Regel. Das heißt, bei der Veräußerung, da muss ich ein bisschen was beachten, ob ich selber drin wohne oder ob ich sie zu eigenen Wohnzwecken nutze. Wir merken uns, nach 10 Jahren ist der Verkauf im Privatvermögen steuerfrei, wenn ich sie zu eigenen Wohnzwecken nutze, ohne Haltefrist steuerfrei, wenn ich sie ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken nutze. Wenn ich sie zu Wohnzwecken nutze und vermietet habe, dann muss ich mindestens 2 Silvester drin gewohnt haben, um sie dann steuerfrei verkaufen zu können. Jetzt muss ich aber hier natürlich noch ein paar Besonderheiten beachten, und zwar die Mieteinnahmen, die sind, und auch der Veräußerungserlös, wenn er steuerpflichtig wäre, ist nicht zur sozialversicherungspflichtig. Das heißt, ich muss nur Einkommensteuer drauf zahlen und keine Gewerbesteuer. Ich zahle darauf keine Gewerbesteuer. Allerdings muss ich vor allem beim Verkauf darauf achten, wenn ich das sehr oft mache, also wenn ich die Immobilie kaufe innerhalb von
5 Jahren mehr als drei Immobilien dann wieder verkaufe, also 4 Immobilien innerhalb von Kauf und Verkauf in 5 Jahren verkaufe, die sogenannte 3-Objekt-Grenze, dann bin ich im Betriebsvermögen. Da muss ich höllisch aufpassen, dass ich zum Beispiel nicht selber drin wohne und jedes Jahr jetzt mir vorhabe, die Immobilie dann jedes Jahr steuerfrei zu verkaufen, weil zu eigenen Wohnzwecken brauche ich ja keine Haltefrist beachten. Wenn ich das aber zu oft mache, also im 4. Jahr spätestens, falle ich dann unter die sogenannte 3-Objekt-Grenze, gewerblicher Grundstückshandel, und ich bin nicht mehr im Privatvermögen, sondern im Betriebsvermögen. Das heißt, ich muss die Immobilie immer versteuern, wenn ich sie verkaufe, und die Mieternahmen gegebenenfalls auch mit Gewerbesteuer versteuern. Schauen wir uns aber gleich an, wenn wir uns das Betriebsvermögen anschauen. Als nächstes schauen wir uns die Immobilie in einer Familienstiftung an. Und da funktioniert es ähnlich wie bei der natürlichen Person, denn die Familienstiftung hat die Immobilie auch im Privatvermögen. Fangen wir an mit den laufenden Erträgen, und zwar den Mieternahmen. Die versteuert die Familienstiftung nur mit 15%. Das heißt, viel günstiger als die natürliche Person, denn sie zahlt da maximal 15% auf die laufenden Mieterträge. Die Verluste, die kann die Stiftung auch mit ihren anderen Einkünften verrechnen, also auch wie bei der natürlichen Person. Bei der Veräußerung der Immobilie, da ist es auch so bei der Familienstiftung, dass sie die Immobilie, wenn sie die innerhalb von 10 Jahren verkauft, versteuern muss, aber nur mit 15% den Erlös. Wenn sie die Immobilie aber länger als 10 Jahre hält, dann muss sie den Erlös nicht versteuern. Also da greift auch das private Veräußerungsgeschäft. Also nach 10 Jahren kann auch eine Familienstiftung eine Immobilie steuerfrei verkaufen. Besonderheiten, auch wie bei der natürlichen Person, natürlich die 3-Objekt-Grenze beachten. Und die Mieterträge sind auch in der Stiftung ohne Gewerbesteuer. Hier brauche ich auch keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung, denn ich bin in der Familienstiftung sowieso erstmal im Privatvermögen, wenn ich die Immobilie dort dem Privatvermögen zuordne. Jetzt schauen wir uns noch die zwei verschiedenen Arten an, wenn ich eine Immobilie im Betriebsvermögen halte, denn da funktioniert steuerlich ganz anders. Erstmal unterscheiden wir im Betriebsvermögen zwischen der Personengesellschaft, also der einer KG, einer GbR oder auch einer OHG und der GmbH. Also wenn ich eine Immobilie im Betriebsvermögen halte, als natürliche Person, als Einzelunternehmer oder als KG oder GbR, dann muss ich die laufenden Mieterträge ganz normal mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern und gegebenenfalls auch mit Gewerbesteuer, es sei denn, ich habe die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, das heißt, diese Personengesellschaft macht nichts anderes, außer die Immobilie verwalten, dann ist es eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, dann zahle ich da auch keine Gewerbesteuer. Das heißt, diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung im Betriebsvermögen, dass Mieterträge ohne Gewerbesteuer belastet werden, die greift sowohl bei Personengesellschaft als auch bei GmbHs, also das ist rechtsformübergreifend. Kommen wir zurück zur Personengesellschaft. Wenn ich die Immobilie verkaufe im Betriebsvermögen, immer steuerpflichtig. Das heißt, hier gibt es keine Haltefrist, ich kann sie nicht steuerfrei verkaufen. Ich muss immer Steuern zahlen, egal wie lange ich sie halte, und zwar volle Einkommensteuer, also 0-45% Einkommensteuer. Aber Besonderheiten kann ich hier auch beachten, und zwar, wenn ich die Immobilie im Betriebsvermögen halte in einer Personengesellschaft und ich habe die schon länger als 6 Jahre, dann muss ich den Gewinn nicht versteuern, wenn ich innerhalb von 4 Jahren oder 6 Jahren bei Neubau in eine neue Immobilie investiere. Das ist die sogenannte steuerfreie 6b-Rücklage. Also da kann ich die Besteuerung dieses Erlöses unendlich hinauszögern, wenn ich immer wieder neue Immobilien kaufe. Das heißt, wir merken uns, im Betriebsvermögen ist die Immobilie immer gewinnverhaftet. Das heißt, immer wenn ich sie verkaufe, muss ich Steuern zahlen, aber ich habe gegebenenfalls die Möglichkeit einer 6b-Rücklage. Mieteinnahmen oder auch der Veräußerungserlös ist nicht gewerbesteuerpflichtig, wenn ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung erhalte. Und jetzt die letzte Form, und zwar wenn ich eine Immobilie in einer Kapitalgesellschaft halte, also da bin ich immer im Betriebsvermögen. Wie ist da die Besteuerungslage? Fangen wir wieder an mit den laufenden Mieterträgen, und zwar, wenn ich eine Immobilie in einer Kapitalgesellschaft halte, also beispielsweise einer GmbH, dann muss ich die laufenden Mieterträge nur mit 15% Körperschaftssteuer versteuern. Ich muss keine Gewerbesteuer zahlen, wenn ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung erhalte, das heißt, diese Immobilie macht nichts anderes, außer die Immobilie zu verwalten und Mieterträge zu generieren und ab und zu mal eine Immobilie zu verkaufen. Also hier muss ich auch die 3-Objekt-Grenze beachten. Kommen wir aber gleich bei den Besonderheiten nochmal drauf. Dann zahlt die auf die Mieterträge nur 15% Körperschaftssteuer. Wenn jetzt aber in dieser GmbH irgendwas Gewerbliches gemacht wird, seit diesem Jahr gibt es da aber ein paar Bagatellgrenzen, also es ist nicht mehr alles schädlich, aber wenn ich
gewerbliche Tätigkeit macht, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, und die Einnahmen aus dieser Photovoltaikanlage über 10% der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sind, also zu hoch sind, oder ich andere gewerbliche Tätigkeiten mache, dann besteht die Gefahr, dass die ganze GmbH wieder gewerblich ist, also die Mieteinnahmen auch mit Gewerbesteuer zu besteuern sind. Also die sogenannte vermögensverwaltende GmbH, die nur 15% Körperschaftsteuer zahlt auf Mieterträge, die muss höllisch aufpassen, dass sie nicht zu viel gewerblich macht. Denn sonst kann ich hier in die Gefahr kommen, dass ich nicht nur 15% Körperschaftsteuer zahle, sondern auch ca. 15% Gewerbesteuer. Bei der Veräußerung der Immobilie innerhalb dieser GmbH, also der sogenannte Asset Deal, da muss ich den Gewinn immer versteuern. Also es gibt keine Haltefrist, aber nur mit 15% Körperschaftsteuer, wenn ich die erweiterte Gewerbesteuerkürzung habe. Es sei denn, es ist die letzte Immobilie in dieser Immobilien GmbH, dann muss ich auch Gewerbesteuer zahlen. Und ich muss auch Gewerbesteuer zahlen, wenn ich in den gewerblichen Grundstückshandel komme, also wenn ich das zu oft mache, so fix and flip, also wenn ich die Immobilie kaufe, renoviere und verkaufe und das mehr als 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren zwischen Kauf und Verkauf, dann bin ich hier auch in der Gewerblichkeit drin, also dann zahlt auch wieder die ganze Immobilie GmbH Gewerbesteuer. Aber wenn ich dann eine Immobilien GmbH habe, die ab und zu mal eine Immobilie verkauft, auch außerhalb dieser 5 Jahre, dann zahlt die auf den Erlös grundsätzlich nur 15% Körperschaftsteuer. Es sei denn, es ist die letzte Immobilie, dann kann die Gewerbesteuer noch hinzukommen. Besonderheiten bei der Immobilien GmbH ist auch wieder die 6b-Rücklage. Also wenn ich eine Immobilie in dieser Immobilien GmbH halte und verkaufe mit Gewinn, muss ich den Gewinn nicht versteuern, wenn ich sie mindestens 6 Jahre gehalten habe und dann wieder reinvestiere in eine neue Immobilie innerhalb von 4 Jahren oder 6 Jahren bei Neubau. Dann kann ich hier auch die Besteuerung hinauszögern und mein Vermögen kann so viel schneller wachsen. Und jetzt noch eine letzte Besonderheit zum Schluss, und zwar kann ich eine Immobilie auch steuerfrei verkaufen in einer GmbH, und zwar wenn ich die ganze GmbH verkaufe und darüber eine andere Kapitalgesellschaft ohne eine Stiftung hängt. Also die optimale Firmenstruktur, eine Familienstiftung als Holding, und darunter habe ich eine GmbH, die eine Immobilie hält, und dann verkauft nicht die GmbH die Immobilie, das was wir gerade erklärt haben, diesen Asset Deal, sondern die Familienstiftung verkauft die ganze GmbH, dann ist dieser Gewinn zu 95% steuerfrei. Egal wie lange ich die GmbH halte, also ohne eine Haltefrist, muss ich da beachten, würde natürlich auch gehen, wenn die Holding eine GmbH wäre oder eine andere Kapitalgesellschaft. Aber das ist eine Gestaltung, da brauche ich weder 10 Jahre die Immobilie halten, ich brauche keine 6b-Rücklage. Wenn ich die ganze GmbH verkaufe, ist der Gewinn in der Familienstiftung dann zu 95% steuerfrei. Zusammenfassend kann man sagen, die Besteuerung einer Immobilie im Steuerrecht ist gar nicht so einfach. Es kommt darauf an, wie ich sie erwerbe, ob ich sie als natürliche Person erwerbe oder in einer Familienstiftung oder im Betriebsvermögen als Personengesellschaft oder als Einzelunternehmer oder in einer GmbH. Da muss ich jeweils andere steuerliche Folgen beachten. Am günstigsten ist die Immobilie in der Familienstiftung, denn da habe ich die Mieterträge nur mit 15%. Ich habe keine Gefahr mit gewerblicher Infizierung wie bei der GmbH oder einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Und den Verkauf der Immobilie habe ich in der Stiftung nach 10 Jahren steuerfrei wie die natürliche Person. Und wenn ich die 10 Jahre nicht durchhalte, dann nur mit 15%. Ob der Erwerb der Immobilie am günstigsten ist als natürliche Person, als Stiftung, vermögensverwaltende Personengesellschaft oder GmbH, das kann man nie so genau sagen, denn das kommt immer auf die Immobilie an. Also das kann man nicht pauschal sagen. Ob eine Immobilie nämlich besser ist im Privatvermögen als natürliche Person oder in einer Stiftung oder GmbH, das kommt ein bisschen auf die Art der Immobilie an. Ist es eine denkmalgeschützte Immobilie? Die ist meistens besser im Privatvermögen als natürliche Person, weil da habe ich oft Verluste, die kann ich mit meinen sonstigen Einkünften verrechnen. Ist es eine Cashflow-Immobilie, also Mehrfamilienhaus, was hohe Mieteinnahmen macht, na, die habe ich lieber günstig besteuert in einer Stiftung oder GmbH, weil da zahle ich nur 15%. Oder ist es Fix and Flip, das heißt, ich kaufe die und verkaufe die, 3-Objektgrenze, die reiße ich leicht, das heißt, da bin ich lieber dann in einer GmbH oder in einer Stiftung, weil da habe ich auch den Deckel auf 30%. Das heißt, wie ich eine Immobilie kaufe, muss ich immer zuvor entscheiden, was habe ich damit vor und was ist es für eine Immobilie, und dann kann ich eine dieser 4 Möglichkeiten ziehen. Und je nachdem, was ich damit vorhabe, ist die eine oder die andere Möglichkeit besser. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal und die Glocke, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Immobilie in Zukunft kaufen sollst, als Stiftung oder GmbH oder natürliche Person, dann schick uns jetzt eine Anfrage an anfrage@koeber. Die Kontaktdaten, die siehst du jetzt hier unten eingeblendet. Und lass auch deine Steuern von uns optimal steuern. Wir sehen uns im nächsten Video.